Am Wort Peter Wittmann, SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Vizekanzler, Damen und Herren der Volksanwaltschaft und Frau Präsidentin des Rechnungshofs, und ganz herzlich begrüßen möchte ich die Damen und Herren der HTL Saalfelden, die hier in den Zuschauerrängen sitzt. Meine lieben Abgeordneten, Kollegen, ich bin baff erstaunt, Herr Finanzminister, wie Sie über Ihre Vorgänger herziehen. Sie haben gesagt, Sie haben sich das 15 Jahre angeschaut, da gefällt noch eine Schüssel 1, Schüssel 2, dass da nichts gemacht wurde. Ich meine, ich weiß schon, der Schelling war nicht gut, er war auch nicht mein Freund, da gebe ich Ihnen schon recht, aber so schlecht wie Sie machen wir auch nicht. Das wird nur übertroffen vom Kickl, wie der mit dem Sobotka umgeht. Der schimpft ja noch ein bisschen Ärger, aber sonst sind Sie schon spitze, wie Sie mit Ihrem Vorgänger umgehen. Und ich glaube, dass das einzigartig ist. Der Kickl hat angerufen. Aber die Umgangsform mit den Vorgängern, das ist Ihnen überlassen. Ich frage mich nur, wie das in der ÖVP abgeht, wenn man da umschaut, über die Vorgängerminister schimpfen kann. Ich verstehe den Kickl, wie er über den Sobotka herzieht, weil ich habe den auch für einen ganz schlechten Minister gehalten. Halte ich auch nicht für den besten Präsidenten. Ich bin nämlich schon einer Meinung mit dem Vorgänger, der da gesprochen hat, mit dem Abgeordneten Gerstl, der gesagt hat, wir sollen das Parlament stärken. Da gehört auch dazu, bin auch dafür, dass man das positiv bescheidet und mir da zustimmen. Aber ein bisschen bereue ich das jetzt schon, weil die Repräsentationskosten des Präsidenten sind auch erhöht worden. Und jetzt gibt es um die erhöhten Repräsentationskosten ein Gebetsfrühstück. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe eines Präsidenten des Nationalrates ist. Ich glaube, dass es hier schon die Trennung des Staates von der Kirche wahrgenommen werden muss. Und letztendlich, wenn er das als Privatperson macht, ist das alles okay. Aber als Präsident der Gebetsfrühstück halte ich für vollkommen falsch. Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, ob dann die Frau Wirtschaftsministerin als gelernte Schamanin eingeladen ist. Das sollte man aber schon, diese Frage sollte man sich doch stellen. Aber jetzt kommen wir zur UG10. Sie soll es jetzt erklären. Bei der UG10 möchte ich eines sagen. Man hat sich im Ausschuss gefühlt wie im Internet bei Hashtag Antworten wie kurz. Nämlich, man hat keine Antwort bekommen und das Körpergeld wurde angesprochen und zuerst zweimal verneint und dann wurde zugegeben, dass es in der Position Internationales 31 Millionen gibt, wo uns nur eine konkrete Maßnahme gesetzt wurde, die nicht 31 Millionen genannt wurde, die nicht 31 Millionen kostet. Aber 31 Millionen, da könnte man alle Staatsanwälte bedienen, die nicht zu wenig sind, da könnte man alle Richter bedienen, die zu wenig sind, und dann sollen nur 20 dazukommen, weil jene Beträge, die für die Digitalisierung ins Wirtschaftsministerium, zwar im Wirtschaftsministerium gelandet sind, aber nicht abgebucht wurden im Bundeskanzleramt. Das heißt, 51 Millionen Körperlgeld. Körperlgeld, so hat es die APA bezeichnet und so hat es das Profil bezeichnet. Und Sie haben 15 Millionen Körperlgeld bekommen. Der wohltuende Unterschied zwischen Ihnen, Herr Vizekanzler, und dem Kanzler war, Sie haben gesagt, was Sie mit dem Geld machen. Gehe d'accord, alles okay. Der Kanzler hat es nicht gesagt, er behält es sich für seine privaten Werbezwecke vor. Und das ist, glaube ich, das, was die Bevölkerung nicht will. Nämlich eine inszenierte Wahrheit, die schon bei den Bildern zum Ausdruck kommen, die heute der Kollege Schieder gezeigt hat. Nämlich immer ein bisschen schwindeln, es ist nicht immer die Wahrheit. Und zu sagen, dass er in seinem Kabinett 44.000 eingespart wird, das halte ich für überhaupt etwas geschwindelt, wenn man es freundlich bezeichnen will. Weil es gibt 10 Personen mehr im Generalsekretariat, die es vorher nicht gegeben hat, die dem Kanzler als direkte Personalstellen zuzuordnen sind. Es gibt 7
Stellen mehr beim Regierungssprecher, die auch dem Kanzler zuzurechnen sind. Und es gibt 4 Stellen mehr beim Think Tank. Das heißt, statt 20 Personen, wie es vorher der Kanzler gehabt hat in seinem Kabinett, hat er jetzt 41. Und dann von Sparsamkeit zu reden, das halte ich für eine wirkliche Kutzpe. Weil das hat nichts mit Sparsamkeit zu tun. Beim besten Willen nicht. Und deswegen stelle ich jetzt einen Entschließungsantrag, den ich vorlesen darf. Die Bundesregierung, insbesondere Herr Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache, werden aufgefordert, bei den Regierungsfraktionen dafür einzutreten, dass jene in ihrer Verwendung nicht genauer definierten Ansätze in den Budgets 18-19 umgangssprachlich auch als Körbelgeld bezeichnet, entfallen, damit diese Gelder für den sozialen Ausgleich in Österreich, also für die Bürgerinnen und Bürger, eingesetzt werden können. Weiters werden sie aufgefordert, auf ihre aufgeblähten Ministerbüros, aufgeblähten Büros der Generalsekretäre, aufgeblähten Büros der allfälliger Thinktanks und aufgeblähten Büros der Regierungssprecher zu verzichten und diese Planstellen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, damit die Bevölkerung direkt davon profitiert. Dankeschön. Als Körberlgeld bezeichnet Peter Wittmann von der SPÖ zusätzliche finanzielle Mittel für Bundes- und Vizekanzler. Dies habe nichts mit Sparsamkeit zu tun.